Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elite Dangerous Horizons. Wir sind hier auf dem Weg, ein bisschen Erze zu sammeln. Und hier befindet sich irgendwas auf unserem Radar. Ich werde das mal kurz schauen, aber der hat uns auf jeden Fall nicht gesehen. Wir werden hier mal ein bisschen in die Untiefen dieses Asteroidenfelds eintauchen. Hoffnung, dass hier einfach mal gar nichts los ist. Natürlich unsere Energie wieder erstmal auf den Antrieb lassen. Und dann gucken wir mal, was hier so alles Schönes drin ist. Und ihr seht schon, es gibt unbeschreiblich viele Asteroiden, die wir auf dem Weg in diesen Gasriesen hier erkunden können. Und hier hätten wir schon den ersten größeren Kandidaten. Gucken wir mal, was der kann. So, Frachtluke ausgefahren und ab geht's. Und da ist er auf dem Weg. Da ist er auf dem Weg und wir kriegen hier weiteren Erze ohne Ende. Silber! Schauen wir mal. Hauptsächlich Silber hier. Boah, das ist ganz schön heftiges Silberzeug, was wir hier kriegen. Aber ich glaube, das war's mit dem, was hier rauskommt. Lass uns zum nächsten weiterfliegen. Es gibt ja zum Glück hier wahnsinnig viele Brocken. Mit offener Ladeluke fliegt sich's natürlich schwierig, ist ganz klar. So, gucken wir mal. Da kommt sie. Also sie braucht schon eine Zeit. Keine gültigen Sammlungsziele. Mhm. Ja gut, das haben wir jetzt offen gelassen quasi. Kommt wieder was. Ihr seht schon, da kommen schon echt immer ein bisschen, ein paar Tröpfelchen kommen da rausgefallen. Aber ich glaube, das war es noch nicht ganz, ne? Indeed Leipolit. Ne, das war's. Das war's, hier sind wir fertig. Schiffsfracht. Oh, da haben wir schon ein bisschen was zusammengebracht mittlerweile. Aber jetzt würde ich mich mal echt wundern. Abwerfen, aufgeben. Nee. Uranit. Also ein bisschen was kriegen wir hier schon echt zusammen, aber es ist halt... Ist halt so eine Sache, ne? Zum nächsten weiter.
Irgendwas fliegt da, irgendein Brocken oder sowas. So, wir gucken mal rein. Coltan und Leipolit. Haben wir noch Platz in unserer Raffinerie? Leipolit und Coltan haben wir beides hier. Okay. Boah, das kommt mir ganz schön nah ran gerade. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich der Riesenbrocken hier gerade ein bisschen wegfriemelt. Gucken mal, ob der noch was rausdonnert. Ich sehe jetzt eigentlich nichts. Wie diese Mechanik funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt auch gerade noch nicht so genau. Leipolit. Das möchte ich mal angucken. Was bringt uns Leipolit? Silber mittlerweile auch schon ein bisschen. Leipolit ist ja... Leipdolit. Entschuldigung. Ist natürlich auch ziemlich unnütz, das Zeug. So. Auf zum nächsten Ziel. Und auf geht's. Gleich checken, was es ist. Gold und Silber. Okay, jetzt Gold müssen wir natürlich... Gold ist natürlich was anderes. Da müssen wir jetzt ganz kurz die Raffinerie mal gucken. Schmeißen wir in Dilt mal raus. Und Leipolit mal... Weil da kriegen wir jetzt Gold und Silber raus. Ja, Leipolit hätte ich jetzt nicht rausschmeißen sollen. Ist schon klar. Silber ist natürlich super. Und jetzt lassen wir einfach mal jeder pro Asteroid einmal die Abbaulaser einmal durchrumpeln. Und dann haben wir wahrscheinlich alles, was wir brauchen, ist dann abgearbeitet. Okay, da kommt nichts mehr. Gold raffineriert. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal, was das bringt. Gold. Fast ein Zehner, Mensch. Fast ein Zehner. Da bin ich ja total begeistert. Aber was wir noch nicht rausgefunden haben, jetzt müssen wir gerade ein bisschen aufpassen. Silber ist natürlich auch klar. Das ist alles schon ganz hilfreich. Schauen wir mal, wo der nächste Brocken ist, den wir ganz gerne uns holen würden. Lass uns mal darüber fliegen. So nach und nach. Ein Stückchen ist noch offen, glaube ich. Nochmal ein Gold. So. So kleinere... Okay. Sammlung gescheitert. Okay. Wir haben jetzt also wirklich einen verloren. Okay, alles klar. Jetzt schauen wir mal diesen kleinen hier. Der schaut so dunkelfarbig aus. Jetzt gucken wir mal gerade. Jetzt können wir langsam wieder abbremsen.
Confirming limpet drone. Oh, Osmium und Galit. Schauen wir Coltan mal raus. Gut, wunderbar. Also ihr seht schon, hier kann man schon richtig was erwirtschaften auch, ne? Gucken wir mal, ob noch was nachkommt. Da kommt noch einer. Sehr ergiebig, das kleine Ding, ey. Osmium haben wir verarbeitet. Und das war's. Maschine leer. Nehmen wir uns gleich den Brocken hier drüben. Da sind wir gleich bei 3. Fliegen wir von rechts nach links einfach ab. So, die Drohne kann währenddessen arbeiten und wir gucken mal kurz. Osmium. Oh, Osmium ist super viel wert. Sehe ich gerade. Ah, gefällt mir. Gold auch. Gold ist auch sehr viel wert, aber das war ja eh klar. Gold mit Abstand noch am meisten. Und insgesamt sehe ich das eigentlich ganz entspannt. Wir haben da schon ganz gut Arbeit geleistet mittlerweile. Warte noch, bis das letzte hier ankommt. Was ist mit der Drohne los? Gut, wunderbar. Osmium. Also ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir damit machen. Also wahrscheinlich keine 2 Millionen jetzt wie bei der letzten Bounty Hunter Session. Deswegen habe ich ja auch die Cobra nicht verkauft. Aber es ist natürlich mega entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das jetzt, total lässig hier einfach rumzufliegen und da das hier alles ein bisschen einzusammeln. Leipolit haben wir schon wieder. Muss mal ganz kurz gucken. Galit können wir rausschmeißen, dann nehmen wir Leipolit jetzt mal mit. Wieder ein Stück Osmium. So, das war's jetzt hier. Letzte Reste. Anbohren. Gucken, was rauskommt. Hier kommt ein Haufen Leipolit raus. Das können wir natürlich mitnehmen. So, gucken wir mal, ob da noch was nachkommt. Da kommen noch. Wir sind auch noch nicht ansatzweise fertig. Na. Bisschen Rest ist hier noch drin und das bisschen Leipolit sollte eigentlich schneller verarbeiten, tut's aber irgendwie nicht.
Palladium haben wir leider noch gar keins entdeckt, fällt mir so ein. So, wir gehen mit Leichtschub, um zum nächsten zu kommen. Und nur Leichtschub. Boah, das kommt ganz schön nahe, du. So, lass mal gucken. Wir haben einen Haufen Drohnen noch übrig. Schadensfracht, Mission, Machtspiele gestohlen, nee. Achso, da, das ist noch nicht so weit, ja. Zink und Nickel, ja, so weit sind wir noch nicht. Keine neuen Sammlungsziele, das können wir ändern. Das ist natürlich total entspannt, ne? So ein bisschen minen gehen, so ein bisschen schauen, was so kommt. Ein bisschen entspannt hier durchlasern. Ich weiß ja auch nicht. Es gibt natürlich auch noch eine zweite Drohne, die man da zum Beispiel nutzen könnte, um einfach rauszufinden, was in den Dingern ist. Dafür sind mir aber allerdings die Drohnen ein bisschen zu teuer. Ich habe die mir mal angeguckt. Ich glaube, da kostet eine schon 2.000, 3.000. Das ist natürlich eine Hausnummer dann. Gucken wir mal. Indeed haben wir jetzt hier. Indeed müssen wir natürlich gucken. Genau, Indeed ist offen. Was ist denn am wenigsten gerade wert? Uranit ist am wenigsten wert. Haben wir Uranit hier drin? Ja. Nimm mal Indeed mit. Eine Laserfuhre durchjagen und dann weiter gucken. Wow, die ist kaputt gegangen. Programming limited drone. Die hat's echt zerlegt, die arme kleine Drohne. Limpet expired. Programming Limpet Drone. Mal gucken, die. Ich glaube, die. Durch die Rotation kriegt die was ab, oder? Komisch. Collect a Limpet expired. Kriegen wir einen Haufen Limpet Drone. Hä? Warum? Wir haben sogar eine leere Gruppe hier. Zum Glück kosten die diese Drohnen nichts. Dann nehmen wir auch nicht mehr so viele mit, glaube ich. Oh, wie schön, hier sehen wir unseren Schatten. Mal kurz gucken. Ach, da unten wirft die das rein. Schau hin, da unten ist unsere Frachtluke offen. Da bringt die das hin. Zack, und gibt's ab. Oh, wie cool, hä?
Oh, ein Fragment erfordert Zuweisung. Aber welches? Keine Materialien. Abwerfen, abwerfen, aufgeben. Nee. Sehe ich hier gar nicht ein. Schauen wir mal, ob da noch was rauskommt. Nee. So, gucken wir mal. Wieder ein bisschen Indeed bekommen. Collector Limpet expired. Ja, irgendwas stimmt da mit der Sammlung hier nicht. Ich glaube, da dreht sich der Asteroid einfach zu eklig. Wobei, so wirst du natürlich auch Platz, kriegst auch Platz frei. Programming Limpet Drone. Gucken wir mal. Ah, wieder Uranit. Fragment erfordert Zuweisung. Okay, schauen wir mal schnell. Uranit braucht Zuweisung. Leipolit. War das, was nicht so viel bringt? Genau. Jetzt haben wir Leipolit. Okay, dann müssen wir Indeed weghauen, oder? Osmium auf keinen Fall. Dann machen wir Indeed weghauen. Okay. Und auf geht's. Das ist ganz schön gute Werte auf das Zeug. Das dreht sich doch alles ganz entspannt. Schade, dass man den Asteroid nicht direkt anpeilen kann. Dass der einem sagt, hey Kumpel, jetzt bin ich leer. Jetzt kommt nichts mehr. Und nächster. Da sind zwei schönen. Die haben sich rechts hier ein bisschen angedockt. Könnte man dann auch gleich anschauen. Der da oben schaut sehr, sehr interessant aus. Der ganz kleine. Den müssen wir ein bisschen im Blick behalten. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir nach oben fliegen wollten. Uranit und Coolant. Coltan. Coolant. Fragment voller Zuweisung, alles klar. Coltan. Was ist Coltan? Bringt auch ganz gut. Aber Leipolit mal raus. Der dreht sich aber auch ganz schön schnell, muss man sagen. Wenn das Ding halt einmal andotzt, dann ist halt auch vorbei, ne? So, ich glaube, das war's jetzt. Gucken wir uns langsam mal nach oben da oben, zu dem kleinen. Wie gesagt, auch den fand ich sehr interessant, jetzt gerade von der Optik her. So, der letzte kommt gerade an. Uranit
Granit wieder. Leider kein Palladium. Osmium und Uranit wieder. Ja, das ist alles schön und gut, ne? Aber ich habe so ein bisschen den Mammel, dass das profitmäßig natürlich ein Riesenaufwand für wenig Auslast ist, ne? Ich glaube, hätten wir jetzt einen Haufen Palladium gefunden, dann wäre das was anderes. Aber ich glaube, das findest du nicht einfach so hier. Schauen wir mal, die letzten Reste kommen noch. Drohne gibt alles. Aber die schauen auch alle gleich aus. Also ich wüsste jetzt nicht, ob man das irgendwie unterscheiden kann nochmal. Osmium wieder. Nicht zugewiesen. Ah, ist klar. Wieder Leipolit. Mal Koltern raus. Aber das scheint wohl wirklich sehr, sehr selten zu sein, das Palladium. Dass du das irgendwo überhaupt bekommst. Aber bisher ist es mir jetzt auch noch gar nirgendwo aufgetaucht, ja. Schwierig, schwierig. Das mit dem ganzen Zeug hier. Collect a limpet expired. Okay. Schauen wir mal. Lass uns mal die Frachtluke einfahren. Cargo Scoop retracted. Vielleicht müssen wir näher irgendwo ran. Wow, 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 da ist irgendwas. Da kommen Ziele ran. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Aber ich sehe hier auch tatsächlich an den Asteroiden selber keinen großen Unterschied, wenn du mich fragst. Weiter an den Rand rausfliegen. Vielleicht ändert sich da die Farbe von den Dingern. Vielleicht finden wir da besser was. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, da bin ich auch auf eure Mithilfe ein bisschen angewiesen, weil ich bin halt kein Miner. Ich war nie einer. Beziehungsweise
schon, aber nicht in dem Spiel. Man muss es ja auch irgendwie erstmal so ein bisschen reinfinden. Ihr seht schon, ich booste mich hier die ganze Zeit durch. Möglichst mal ein bisschen Geschwindigkeit zu machen. Das Schiff schaut cool aus. Keine Aufprallwarnung. Gefällt mir. Zwei Kerne. Okay. Ich will mal ein bisschen raus an den äußeren Ring. Da soll es zwar eigentlich vereist sein, aber das ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen Bumpe. Ja, ich will jetzt... ja, das war nix. Ich will jetzt eigentlich mal gucken, ob wir da draußen noch andere Asteroiden finden. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZackTube. Ciao.